Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zur Eröffnung der ersten Camper und Vans hier in Fulda. Jetzt steckt hier sehr, sehr viel Energie drin. Da wird was draus. Also das ist jetzt der Anfang. Und aus dieser Idee der Sehnsucht und der Mobilität und der Freiheit hat sich, glaube ich, etwas ganz Ordentliches jetzt entwickelt. Wir hatten sehr viel Spaß, sehr viele glückliche Gesichter, konnten hier in unserem wunderschönen Parcours und Testfahrten, wir haben geführte Touren gemacht. Es war einfach wunderbar für uns, ja. Allgemeine Messe, also es gibt ein Riesenangebot für jeden, also von riesengroßen Lkw-Wohnmobilen bis hin zu kleinen Campern oder nur zum Dachzelt. Ist für jeden was dabei. Alles in allem würde ich sagen, ist eine sehr gelungene Messe. Die Händler, die Aussteller sind alle zufrieden und ich finde top organisiert, gutes Programm für uns und für das, dass es eine neue Messe war, ein voller Erfolg. Dass wir das ganze Thema Offroad, dass wir das noch etwas ausbauen werden, weil das Gelände hier in Fulda absolut ideal ist. Gerade heute bei dem Wetter rauszukommen und uns hier auf der Messe zu besuchen, finde ich richtig bärenstark. Wir haben auch neue Handelspartner gefunden, also wir konnten unsere neuen Produkte vorstellen. Besser geht es eigentlich nicht. Ne? Die Workshops, die wir abgehalten haben, waren immer gut besucht und auch dementsprechend ausgebucht. Und das, was wir von den Kundschaft gehört haben, war durchaus positiv gewesen bis jetzt.